Zum einen, Lieben, ich wollte euch nur mal zeigen, dass hier wir viel mehr Freiheit haben. Ich mach mal Licht an, vielleicht seht ihr mich dann besser. Viel mehr Freiheit haben als in anderen Ländern, denn wir haben hier so gut wie keine Öffnungszeiten. Man kann hier offen lassen, wie man will, jeden Tag, nicht Sonntag zulassen, wo die Leute eigentlich frei haben. Ja? Also wir fahren jetzt mal zum Migros. Da vorne ist der Migros als Beispiel oder auch zum BIM. Und ihr werdet sehen, was für unverschämte Sachen ihr euch bieten lassen müsst in Germany. Denn hier ist noch was los und die Leute kaufen noch ein. Hier, schaut mal, wie voll es da ist. Schaut mal. Seht ihr das? Noch voll. Da gehen sie noch einkaufen, die Leute. Ja. Und wir sind hier nicht mal in der Innenstadt oder was. Ja, wir sind in Kestel. Ja. Und hier voll. Und jetzt fahren wir zum nächsten. Ja. Das ist geil, Leute. Verstehst du? In Deutschland nach Feierabend. In Deutschland, wenn du dann gearbeitet hast den ganzen Tag und noch was brauchst, musst du zum Bahnhof. Bei den ganzen Assis, wo überall noch Urin stinkt, in jeder Straßenecke. Nein, hier ist es noch schön und angenehm. Und da ist auch noch offen, auch noch gerammelt voll. Ja. Und hier vorne haben wir ein schönes Café. So, jetzt wenden wir mal und schauen, ob im BIM was los ist hier. Geldautomat. Hier ist ein schönes Hotel da vorne, in dem Fall ein französisches. Hier ein schönes Café, schön besucht, fast keine Plätze frei. Hier ist der nächste Supermarkt. BIM ist übrigens der beste Supermarkt, aktuell der beste. Ja. Hier, gerammelt voll, da, die Leute kaufen ein, da. Versteht ihr? Wir sind hier in der Freiheit, ja? So viel mal von mir. Also ihr seht, es ist jetzt 21 Uhr 10 irgendwas, 21.10 Uhr und die Geschäfte sind noch gerammelt voll, die Supermärkte gerammelt voll, die Leute können noch einkaufen gehen, ja? Die Leute werden nicht bevormundet. Es kommt der Witz. In Deutschland kommen sie denn mit den Ausreden? Moment, ich mach mal Musik leiser. In Deutschland bringen sie dann als Ausrede, ja, was ist mit den Angestellten, mit den Kassierern und mit den Verkäufern? Alter, verfickt, dann mach halt einen scheiß anderen Job, du Depp! Ja? Dann mach halt einen anderen Job, wenn dir der Job nicht passt. Sagt das eine Krankenschwester? Oh. Ich will jetzt nichts machen abends. Nee, die muss schuften. Und der Polizist genauso. Ja? Auch bei den Verkäufern. Versteht ihr nicht, worum es geht? Sie wollen euch nur reinstressen. Versteht ihr? Ihr blickt da nicht durch. Das ist beabsichtigt. Ihr sollt Wut bekommen. Ihr sollt nicht glücklich sein. Im größten Stress sollt ihr einkaufen. Wenn alle auf einmal Feierabend haben, müsst ihr euch beeilen, weil um 8 Uhr schon wieder zu ist überall. Ach Gott, ich hab mal. Da laufen Kinder abends. Laufen noch Kinder, einkaufen gehen sie, ist es nicht schön? Hier können sie das noch. In Germany werden sie schon lange die Eltern eingesperrt. Bist du verrückt? Um die Uhrzeit laufen noch Pädophilien rum? Nein, hier gehen die Kinder schön noch einkaufen. Da, es ist dunkel und keinen interessiert, weil hier ist noch Recht und Ordnung, ja? Also Leute, ihr versteht hoffentlich, worum es geht. Sie wollen euch in Stresssituationen bringen, versteht ihr? Ihr sollt Stress haben, immer nur Stress, Stress, Stress. Und dann Samstag ist früher zu, Sonntag ist gar nicht offen, an Feiertagen darf man gar nicht einkaufen, Weihnachtsstress, Weihnachtshektik. Alter, mit was für Scheiße ihr leben müsst. Und ihr merkt es nicht mal. So, meine Lieben, so viel mal von mir. Sorry, aber das musste mal raus, weil ich war gerade einkaufen, ja, weil ich habe nichts, ich habe keine Zeit gehabt heute, ja, ich habe keine Zeit gehabt und da habe ich schnell noch eingekauft.
Was hätte ich jetzt in Deutschland gemacht? Hä? Was hätte ich jetzt in Deutschland gemacht? Vor allem den Stress hätte ich gehabt. Ja? Demokratie, wenn es sowas überhaupt gibt, dann ist es hier. Hier ist es. So, so viel von mir, ja? Damit ihr mal wisst, wer in Wirklichkeit in einer Scheißdiktatur lebt. Wir nicht, mein Lieber. Hier, der Wochenmarkt ist immer noch offen, ja? Kannst noch Tomaten vom Bauern kaufen, ja? Hier, der Tante-Emma-Laden, immer noch offen. Hier, da, Melonen riesengroß. So wie meine Eier, gibt's da auch, ja? Hier wohne ich! Hier wohne ich! In diesem geilen Gebäude! So, bye bye, ciao, hau.